Gianfilippi geht als der schnellste Fahrer in den Saisonauftakt des Vier-Tourenwagen-Weltcups WTCR, das WTCR-AFRIQUIA-Rennen von Marokko am Wochenende. Campos-Fahrer Gianfilippi legte beim offiziellen Vorsaisontest des WTCR auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya Bestzeit hin und ist damit auf dem Papier der schnellste Fahrer im Feld. Diesem Anspruch möchte Filippi beim Saisonauftakt am 7.8. April in Marrakesch gerecht werden, bleibt aber auf dem Teppich. Das ist lustig, so Filippi nach seiner Testbestzeit, um direkt anzufügen, das hätte im vergangenen Jahr niemand gedacht, aber es ist nur eine Momentaufnahme. In Barcelona fuhren nicht alle voll auf Angriff. Einige Weltmeister waren in der Zeitenliste weit hinten zu finden. Ich selbst hatte vorher nur einen Test absolviert, während andere Fahrer im Winter viel häufiger gefahren sind. Warten wir mal ab, wie sich das Auto in Marrakesch präsentieren wird. Die Strecke dort ist eine ganz eigene, was seine Performance beim Test in Barcelona betrifft, lässt der von der Insel Korsika stammende Franzose wissen. Ich sagte zu meinem Ingenieur, dass ich das Auto und neue Dinge im Team kennenlernen muss. Ich sagte zu ihm, dass ich so viele Runden wie möglich fahren will. Darauf wurde mir gesagt, dass das 100 Runden wären. Unterm Strich fuhr ich 101 Runden und das macht mich glücklich. Dass ich das Maximum an Runden zurückgelegt habe, ist mir ehrlich gesagt wichtiger als dass ich der Schnellste war. Im Team OSCARO bei Campos Racing ist Filippi Teamkollege von Pepe Oriola. Beide fahren einen Seat Leon Cupra TC.